Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Map LPG Schwarze Puppe zusammen mit dem McManus und dem Tom das Landei. Hallo. Hallöchen. So, direkt mal hier zum Start, ich muss was ansprechen. Du hast ein Foto mit ihm. Mit Hans Entertainment. Wie bist du denn da rangekommen? Wo ich das, gesehen habe, ich dachte, ja, da bin ich schon ein bisschen neidisch drüber, Alter. Läuft, ne? Jetzt sagen wir ganz ehrlich, ey. Ja, ich hab doch gesagt, wir haben das Samstag aufgenommen. Ja. Und dann, war das Samstag oder Sonntag? Samstag. Du hast danach noch gesagt, ich gehe nachher noch ein Kippen. Genau. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, wir wollten noch fortgehen heute und alles. Und genau. Sind dann fortgegangen und sind dann auf eine Veranstaltung gegangen bei uns, wo ich gar nicht wusste, dass da überhaupt was ist. Und eine Freundin hat dann nur, die hat dann nur so gesagt, hey, hier, komm, lass doch dorthin gehen. Und ich so, ja, cool, können wir machen. Und Kumpel noch eingeladen und dann sind wir dorthin gefahren. Und da hatten die draußen so einen Raucherbereich, extra draußen, ne? Ja. Und ich so, also meine Freundin hier so, ja, komm hier, ich geh mal eine rauchen. Ich sag, ja, komm, frische Luft, weil es eben draußen war, ich geh mal mit. So. Aber Moment. Okay, genau, ich gehe mal mit. Und sind da rausgegangen und da war da ein Bratwurststand. Und ich so, boah, geil, wenn wir heute heimgehen, hole ich mir noch eine Bratwurst. Ne? Ja. Und guck so am Bratwurststand vorbei und denk so, BTF. Da steht Hans Entertainment. Und ich so, hä? Das kann ja gar nicht sein. Ist das Hans? Hä? Ist der das jetzt wirklich? Ja. Und alles und ich dann so, hier, ey, gib mir noch mal den Flyer kurz. Ich muss mal kurz gucken, wo, weil das doch ziemlich groß aufgemacht war mit mehreren DJs, ne, so stündlich weg sind und alles. Ja. Und zwei Floors, einmal Haus Elektro und einmal Black. Ja. Und alles. Und ich sag, gib mir den Flyer noch mal her, hier, wer liegt denn da? Da stand da tatsächlich von da bis da die Uhrzeit Hans Entertainment. Ich hab gedacht, ich fall vom Glauben ab. Also der hat dort auch quasi seine Show gemacht, hä? No. Okay. Ja, also, nice. Ja, und weil da ein paar hingegangen sind und so, ich sag, pass auf, zu meiner Freundin hier, ich sag, pass auf, wir gehen jetzt dorthin und du sagst, du bist ein Foto mit dem, ne, und ich stell mich einfach dazu. Und da hat die das gemacht und wir haben da ein Foto gemacht, erst zusammen, und das ist aber nichts geworden, und da hat sie gesagt, oh, warte mal hier, und wegen Blitz, und hat dann quasi so eins von mir alleine und ihm gemacht, ne? Ja. Und, aber im Endeffekt war es scheißegal, also da haben sowieso, jeder wollte ein Foto mit ihm machen. Aber Alter, ist das ein Monster, ne? Ey, der war voll groß. Wo ich gesehen, ich so, Alter, was ist das für ein Hulk? Tino ist ja schon groß, aber der, Alter, genau, ja, what the also fuck, der Typ, also der Typ hat auch, also ich würde behaupten, der Minimum hat er 140, 150 Kilo. Oho. Also der war wirklich, also der hat echt Masse. Okay. Übel, der Typ, ey, echt übel. Naja, und da ist dann halt dort mal kurz auf die Bühne eine halbe Stunde und das war's, ne? Hat dann seinen Blödsinn da gespielt, hier, sein, ja, hochgehende Wochenende, Eskalation, Amanakoi. Ja. Und, ja. Das war's. Und hat keine Ahnung, wie viel Geld dafür gekriegt. Ja. Aber war ganz cool, hab ich gedacht, hier, mach ich Facebook, mach Foto, tue ich Instagram. Und, ja, lief. Mal was anderes. Ja, das war es wirklich. Ich nur so nur, ich sitze hier, meine Freundin ist dann ins Bett gegangen, ich habe noch ein paar Folgen aufgenommen hier. Hast du das abends noch gesehen oder was? Ja, direkt noch, du hast gepostet, krieg ich direkt Benachrichtigung. Ich habe nur Manus gelesen, ich so, aber schreibt der denn besoffen oder was? Weil da nur Manus stand, ich dachte, WhatsApp oder so. Und ich, und ich guck, ey, hat der ein Bild mit Hans Entertainment? Digga, Alter, was ein Penner, ey. Ja, okay, ich erzähl die richtige Story jetzt mal. Hans hatte mich angerufen und hat gefragt, ob wir ein bisschen chillen gehen wollen hier im Club und so. Und er hat ein paar Bitches am Start und hat hier auch VIP-Bereich und alles. Und da habe ich gesagt, ja Hans, pass auf, ich habe eigentlich schon mal dazu gesagt. Monte hat er noch angerufen. Ja. Und habe ich auch Monte wieder abgesagt. Aber das war nicht schlimm, weil der war eh mit Uwe am Chillen. Ach so. Haben Livestream dann gemacht einfach und deswegen bin ich dann mit Hans ein bisschen fortgegangen. Ach so. Weil da hast du immer gute Chancen bei den Frauen, weißt du, mit dem. Das glaube ich. Weil die haben ja dann die Auswahl zwischen dir und dem. Und das ist immer nicht so geil. Ja. Oh Mann, ey. Ja.
Ja, aber ist schon krass, ey. Ich weiß nicht, ob der Typ überhaupt noch angesagt ist, ey. Ganz ehrlich, weiß ich jetzt auch nicht, ob der überhaupt also, noch... Also man hört ja auch nichts mehr von dem, ne? Ja. Der jetzt nicht so, also... Keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der noch... Aber er hat... Wahrscheinlich wird er immer noch gebucht, Auftritte hat er wohl. Und von daher... Ist er da noch ein bisschen aktiv, was das betrifft. So, aber ich sage euch Leute, in der Folge gönnen wir uns. Wir werden nämlich jetzt das Bier wegschaffen hier. Ich habe nochmal 2 volle Anhänger. Gut, wie gesagt, wir haben ein bisschen gemogelt. Wir haben uns 6 Kästen, 18 Kästen gemacht. Wäre geil, wenn das im Real Life so funktionieren würde. Ja. ja, dann geben wir das jetzt erstmal aktuell noch ab hier. Und wenn wir das abgegeben haben, dann frage ich mal die anderen, ob wir uns vielleicht den Deutra oder wie der hieß, kaufen wollen. Richtig, Dutra. Dutra, ja. Bei der Mischfutteranlage. Jetzt ist der beste Preis für Bier, aber bei der Kim für das Blaue. Ja. Nee, am LPG-Hof noch, nach wie vor. Blaue, okay, also müssen wir das Hintere abladen. Ich schmeiß jetzt die Sonnenblume in die Spritfabrik hier, ne? Jo! So, einmal frei. Oh, bleib bloß so stehen, ey. So, und dann haben wir das grüne Bier in der Mischfutteranlage, lol. Mit der Pausenversorgung. Genau, so hast Saufköpfe dort, ey, das gibt's ja gar genau. Nicht. Genau, deswegen hast du auch zum Beispiel beim Obst. Ja. War das Büro an der Straße, da wo die Paletten entstehen, aber das Bier musst du neben der BGA an den kleinen Bauwagen abgeben. Ah, okay. Ja, da wo die Leute sitzen und nicht wo das Büro sitzt. Ja, ja, ja. Sehr cool. Ja, das sind so kleine Features, ne? Die sind immer ganz nett. Die meisten Leute achten nur leider nicht drauf. Blond oder schwarz? Wer ist schwarz? Die blonde oder die schwarze, die da im Ding hängt? Welche sieht hübscher aus? Ich bin ja für schwarze Haarregel mehr. Wo hängt? Ja, da hinten bei der Dieselfabrik, da in der Werkstatt. Moment, lass mich mal rein. Oh, ich bin schon weggefahren. Oh, du Assi. Ich fahr zurück, ich bin noch nicht so weit weg, warte. Fällt auf, wenn ihr euch die jedes Mal anguckt. Überleg gerade, wo war hier der Ab... Achso, warte mal, der Abgabedings für Bier ist... in der Mischfutterstation? So, ja, komm rein. Neben der Waage, bei dem kleinen Büro, dort irgendwo die silbernen Bierfässer stehen. Ja, hab's gefunden. Aber direkt, ey, beim Büro, ey, das gibt's ja wohl nicht. Ja, kommst du oder was? Ja, Moment. Mit der Poster hier noch von der Wand, ey. So. Wo denn da? Hier. Oh. Oh. Ganz ehrlich? Nehme ich die schwarze. Ja, ne? Und die blonde. So. So. Okay, ey, jetzt haben wir richtig. Ich habe richtig gut Kohle gemacht, ey. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ach so, na, ich Vollidiot. Ich habe das immer falsch gerechnet. Ich habe immer pro Kiste 700 gerechnet. Aber eine Kiste hat ja mehr wie 1000 Liter. Das sind sie ja immer auf 1000 Liter bezogen. Ja, das ist 1000 Liter bezogen und jede Palette hat 2000. Alles klar. Also ist das wie 12 Kisten quasi. Der Preis, ne? Also 12 mal die 700 an dem Sinne. Ja, dann lohnt sich das natürlich richtig, ey. 64.000 am Start, sehr cool, sehr, sehr cool. So, wir müssen mal, oder wir können dann mal schauen, wie es in der Futterfabrik, in der Zuckerfabrik aussieht. Die haben wir ja im Livestream reichlich bestückt gehabt mit 75.000, glaube ich, oder irgendwas um die 70.000 oder ja, 85.000. Ja, ja.
an Zuckerrüben. Da können wir auf jeden Fall mal gucken. So, aber jetzt kaufen wir uns erstmal den Traktor. Wollen wir uns den Traktor kaufen? Kauf mal. Probieren aus. Ja! Das wollte ich hören. So, mit den erstmal wieder einpacken. Wir können ja den Deutz dafür verkaufen. Ich habe jetzt keine Stimme aus dem Hintergrund. So. Wenn du nicht willst, dass der Todesstern dir die Scheitel zieht. Lass den Deutz da stehen. Ja, ich bin jetzt gerade auf Star Wars, weil heute kam ja der neue Trailer raus. Ich hab Clans abgeschaltet. Wie hab ich denn das gemacht? Schaltet man Clans ab? Im Mod? Mit... Oh, warte mal. Hier kann man durchschalten. Halt. Alt links M. Na, das habe ich niemals gedrückt. Und Alt links L. Na, kann man doch mal durchdrücken. Oh, tatsächlich. So. Ah, interessant. Da sieht man auch mal die Verschmutzung. Frisi, du müsstest mal die ganzen Geräte sauber machen. Ja. Ich habe Urlaub. Alter, ist das Ding geil. Ey, das ist ja der richtige Ackerschlepper, oder? Jetzt mal ohne Mist. Hammer hat, ey. Sehr cool. Ackerschlepper. Das Sound ist auch ganz gut. Hast du den neuen Trailer zu Star Wars gesehen, der im Dezember rauskommt, der neue Film? Nein. Das ist dieser Nebendings, der zweite Teil, oder was? Keine Ahnung. Oh, lol. Ich weiß nur, dass der heißt... Der übelste Star Wars aus Kenner. Ja, ich sowieso. Ne? Wenn es eins gibt, dann Star Wars natürlich nicht. Nein, weiß ich nicht. Ich habe heute nur gesehen, Trailer YouTube Trends 1 und der heißt The Last Jedi. Okay. Also ich war bei dem Star Wars Teil, da läuft jetzt quasi wie so eine Nebenfilmreihe. Ne? Ja. So wie alles begonnen hat und blibla. Und fand ich gut. Also bei dem einen war ich im Kino und fand ich echt gut. Okay. Also das Ding ist echt cool, ey. Also der ist wirklich nice. Der hat auch einen echt fetten Sound, ey. Der sieht auch echt cool aus. Bin gespannt, wie der sich am Grubber macht, ey. Vor allem hat er Radgewichte drauf, 4 Stück. Optik sieht auch echt cool. Lass ihn mal rein da. Jo, warte. Ist Dings da Kult, oder? Ja. Tschüss. Alter. Der sieht schon geil aus, ja. Finde ich auch. Fährt halt nur 30, ne? Also das ist nichts hier mit Anhänger rumfahren und so. Dafür ist das Ding natürlich nicht geeignet. Da musst du ein bisschen tunen, dann läuft das. VEB. Aber 130 Liter den Berg hoch ist natürlich mal eine Ansage. Scheiße. Alter Schwede, ey. Holla, die Waldfee. Der schlug, aber der hat auch einen 500 Liter Tank, na Halleluja. So. Oh yeah. Neue Challenge, wer es hier hochschafft und mir davon einen Screenshot schickt, Alter. Weiß ich auch nicht, was er kriegt. Lass den mal. Wir machen das mal anders. Lass den mal an den Hof liefern. Weil. Ich würde gerne nochmal den Grubber da dran ausprobieren. Da wird er bestimmt seine Probleme haben mit den ganz breiten 10 Meter Grubber. Aber probier einfach mal aus. Ansonsten ja, ich muss noch mal sagen, kurz das nächste mal ein bisschen tunen. Ich wollte ja so und so den anderen Grubber noch mit hochladen, der besser zusammenfaltet. Ach so, ja, stimmt, genau, das hat man ja noch. Es fragen auch immer wieder, ganz kurz, weil die Minute haben wir noch. Es fragen auch immer wieder die Leute wegen den Mods, können wir mal die Modpacks zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Müssen wir leider immer wieder verneinen. Können wir nicht machen. Das, was es an Mods gibt, zum Beispiel die Map und so weiter, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Da ist direkt die Homepage verlinkt. Könnt ihr euch das runterziehen? 1:1, so wie wir es haben. Also das gibt es dort. Wir haben hier keine Special-Version oder sonst was. Aber zum Beispiel wie die Mods, ne? Ihr seht ja, wie die Mods heißen. Gibt es bei Google ein, sucht es einfach.
landet ihr auf Mod-Seiten und könnt euch die Mods dort runterladen. Und ein paar Mods, die wir haben, sind eben Special, die haben nur wir, dabei bleibt das aber auch. Also die können wir nicht zum Download zur Verfügung stellen, weil sie auch nicht uns gehören. Das ist ja einfach nach so. Dem roten Gruber ist die Woche Bomber gefragt worden und einige Male hat es dazu geschrieben, wie es original richtig heißt. Ja, also wie gesagt, da muss man... Einfach mal Google benutzen, genau. Ja, genau, also man kann das wirklich einfach mal googeln. Ja. So. So sieht's aus, meine lieben Freunde. Und wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.